Servus, liebe Freunde der gepflegten Warzone-Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Analyse der ja wirklich bittersten Niederlagen im Spiel. Ich habe davon ja schon das ein oder andere Video gemacht und ja, wenn das in Zukunft auch wieder passiert während solcher Runden, werde ich euch das auch nach wie vor dann auch mal wieder zeigen, denn auch ja, das gehört zum Spiel und auch das möchte ich euch dann entsprechend nicht vorenthalten. Wir sind auf Überquerung des Rheins oder Köln, könnt ihr euch aussuchen. Der Pixel Peter und ich sind unterwegs, er in seinem TAM, ich in meinem TAM 2 IP. Übrigens, by the way, meiner Meinung nach einer der besten deutschen Premium-Panzer, die wir momentan im Spiel haben. Aber ich habe dazu ja auch schon mal ein Video gemacht, findet ihr hier auf meinem Kanal. Das Matchmaking sieht ganz okay aus, es ist halt das 8-7er Deck der Deutschen, also da landet man ja maximal auf 9-7 bzw. auf 7-7, aber 7-7, das ist jetzt hier nicht der Fall. So, wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, zu B zu fahren und hier im unteren Bereich zu spawnen, was ja erstmal die richtige Entscheidung gewesen ist. Mittlerweile haben wir schon einen Abschuss, haben eine Zone gecapped und haben schon 405 Punkte. Der Gegner hat es jetzt gerade geschafft, bei B den rauszuschießen, der B gecapped hat. Ist aber erstmal für uns jetzt nicht wichtig. B ist gecapped, es stehen noch genug Spieler von uns um B rum. Das heißt, wir können uns hier ja, ein Stückchen weiter nach vorne wagen. Peter hat sich dazu entschlossen, hier auf der 2er Linie zu bleiben und hier die Gegner abzufarmen, die halt eben hier aus dem Spawn dann versuchen, auf A drauf zu pushen. Ich habe jetzt hier leider nur einen kritischen Treffer auf dem BMP-2 gesetzt und dafür eine Abschusshilfe bekommen, weil der KPZ-70 da vorne uns den Abschuss abgenommen hat. So, da vorne ist noch ein Centauro, M163. Und Peter ist jetzt das erste Mal rausgeschossen worden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr von wem oder von was. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, hier umzudrehen und zurückzufahren. War Peter auch schon bei zwei Abschüssen, ist jetzt in seine Gina reingegangen. A, um mir ein bisschen Deckung zu geben. Und B, um natürlich auch Gegner mit den Bullpup-Raketen rauszuschießen. Diese Runde ist auch während des Summer Landing Events entstanden und Peter hat sich in dem Event unter anderem auch die Buccaneer erspielt, deswegen braucht er auch noch ein paar Punkte für die Flieger beziehungsweise ein paar Sterne, und wir haben hier in der Zwischenzeit den XM8 rausgeschossen. So, vorne in B steht einer drin, da hat der Bagel-Panzer da vorne leider nicht aufgepasst. Er hat sich halt direkt mal eine von der Seite kassiert. Und wir haben auch nicht aufgepasst. Wir haben auch eine von der Seite gekriegt vom T55 AM1. Ja, nicht gehört, nicht gesehen. Bisschen blöd gelaufen. Aber das macht nichts. Wir steigen hier gleich, weil wir haben ja Gutscheine dabei. Nochmal in unserem TAM2 IP. Ja, ihr wisst, Silver Lions sammeln, das geht mit Premium-Panzern immer noch am besten. So, der T55 AM1 ist jetzt hier immer noch in A drin. Hat aber hier Probleme mit einem unserer Teammates. Ich hätte beinahe gesagt, fast gehabt. Aber der Brennus ist noch drin. Macht ihm das Leben ein bisschen schwer. Kurzer Blick nach B rüber. Der T55 AM1 ist jetzt raus. Das heißt, wir können hier fröhlich A zurückcappen. In B steht jetzt auch einer von uns drin. Ich hatte eigentlich kurze Zeit gedacht, dass ich hier durch diese kleine Lücke durchschießen könnte. Aber Pustekuchen, dem war leider nicht so. So, Peter ist mittlerweile aus seiner Gina raus. Hat aber schon 4 Abschüsse. Wir sind mit 2 Abschüssen dabei. 1125 Punkte, weil wir aber auch schon 2 Zonen gecapped und eine Abschusshilfe bekommen haben. Oh, das war knapp. Das war knapp. Und eigentlich gar nicht mal so gut, der Schuss. Das war ein bisschen lucky, weil wir hier durch den Graben durchgefahren sind, beziehungsweise durch das Artillerieloch, ja, und was ist, da kommt der Centauro und snappt uns weg. Schöner Schuss an der Stelle. Ich habe mich da ein bisschen aufgeregt, weil er tatsächlich einfach mal so kommt ums Eck und snappt uns weg. Mit einem schönen Snapshot, aber passiert halt. Ja, da kannst du halt zwischendurch nicht viel machen.
So, aber wir haben ja auch noch den normalen Tam dabei. So, hier vor uns sind jetzt zwei Gegner. Es wird jetzt ein bisschen tricky. Hier hatte ich ja gehofft, dass Peter mir ein bisschen schneller helfen kann. Denn hier vorne, der T55 AM1 hat uns jetzt direkt mal eine in die Seite gedrückt. Glücklicherweise hat es unser Getriebe gefressen, sodass wir hier jetzt reparieren können. Peter ist schon auf dem Rückweg. Ihr seht das hier auf der Minimap. Umfährt jetzt auch hier die Kunden ein bisschen. Und wir sind noch am Reparieren. Und hoffe ich natürlich, dass wir schneller reparieren können, als es der T55 tut. So, gleichzeitig noch fertig gewesen mit Reparieren, das war ganz gut. Und da ist er rausgeschossen worden. Jetzt haben wir hier auch wieder eine Abschusshilfe für bekommen. Und können hier entsprechend weiterfahren. Gegnerteam nimmt in der Zwischenzeit A ein. Es sieht noch relativ ausgeglichen aus, also die Punkte hier 10.500 zu 11.600, ja, knappe 1.000 Punkte Unterschied. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. So, Peter hat es jetzt hier in der Zwischenzeit geschafft, A freizukämpfen. Wir haben hier mittlerweile Abschuss Nummer 4 gemacht und die ZSU hier rausklatschen können. Sehen relativ gut aus. Platz 1 und Platz 2. Peter mittlerweile schon bei 9 Abschüssen. So, und auch das ist so ein bisschen der Punkt, den ich auch so, ja, meinte. Ihr habt natürlich einen deutlich besseren Einfluss auf die jeweilige Runde, wenn ihr mit Teammates unterwegs seid. Das ist einfach so. Da kann man tatsächlich mal auch in einigen Fällen den Unterschied machen. Aber es gibt halt eben auch so Situationen wie diese hier jetzt. Ich habe euch ja schon mal vorher zwei Videos gezeigt zum Thema bittere Niederlagen. Ja, wo man halt auch, obwohl man so gut ist, und das werdet ihr am Ende der Runde gleich sehen, da werde ich euch die Punkte bzw. die Abschüsse nochmal zeigen, könnt ihr manchmal da einfach nichts machen und könnt dann einfach nicht gewinnen. Ja, da kommen dann viele Faktoren zusammen. Das Team war dann doch besser oder also das Gegnerteam oder euer eigenes Team hat sich einfach viel zu schnell aufrauchen lassen, dass ihr mit eurem Teammate oder euren Teammates, je nachdem mit wie vielen Leuten ihr in der Staffel unterwegs seid in der Runde, ja, einfach dann viel zu viel Druck habt und ja, diesen Druck, den das Gegnerteam aufbaut, gar nicht aufrecht erhalten könnt, beziehungsweise gar nicht standhalten könnt. Wir sind schon hier bei insgesamt 16 Abschüssen, die Peter und ich haben. 16. Ja, und ihr seht das hier, wir haben auch mit Abstand die meisten Abschüsse hier. Ja, und das Gegnerteam ist trotzdem noch sehr, sehr gut dabei. Jetzt kommt es halt eben darauf an, dass wir dann B hier mal wieder zurückerobern oder C. Jetzt hat Peter leider erwischt. Und er sagte mir hier, ja, du, pass auf, da kommt einer von hinten, da kommt einer auf C zu. Glück gehabt. Hier die Rakete, die auf uns abgeschossen wurde. So, ist natürlich klar, dass die ZSU, der wir einmal komplett direkt eine durchdrücken, nicht kaputt geht. Ja, hier hat uns jetzt eine Gina auch eine reingepresst wieder. Aber wir haben definitiv genug Punkte, um nochmal spawnen zu können. Und die Runde ist ja noch nicht vorbei. Also rein in den Leo. Peter an der Stelle wieder in der Gina. Liegt halt daran, weil er einen Gutschein hatte. Deswegen kann er hier in die Gina nochmal rein. Und natürlich, weil er in der Zwischenzeit genug Punkte gesammelt hat. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir hier den Cap bei A unterbrechen.
wollte jetzt aber da nicht einfach so reinjodeln, sondern gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Und das war dann auch für den Arsch, weil da vorne der T62 stand. Tja, und das ist halt eben auch so ein Ding, ne? Da passt man auch mal ein Sekündchen nicht auf und ist dann gleich aus, ja, ich sag mal, aus einem völligen unachtsamen Moment wieder raus, weil man sich auf eine andere Situation konzentriert. Und das ist halt an der Stelle schon ärgerlich. Also die zwei Abschüsse, die wir jetzt hier kassiert haben, die hätten jetzt tatsächlich nicht sein müssen. Gut, bei der Gina, da kann man nichts machen. Da hat uns die Rakete einfach von hinten getroffen, ist halt einfach so. Aber der T-62, der uns da gerade rausgeknipst hat, also den hätten wir definitiv sehen können. Ich sag sogar, den hätten wir sehen müssen an der Stelle, weil wir halt eben auch direkt auf ihn draufgefahren sind. Aber dadurch, dass ich hier in dem Moment nach schräg links geguckt habe, um den Obelisken rumzufahren, ja, habe ich den halt einfach hier nicht gesehen. Und jetzt ist der Punkteunterschied, ihr seht es auch oben, schon deutlich, deutlich krasser. Ja, wir verlieren jetzt schon wieder B. Können aber wenigstens A zurückcappen. So, dann haben wir jetzt mittlerweile Abschuss Nummer 7 gemacht. 3150 Punkte. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 20 abgeschossenen Gegnern. 20. Und das Gegnerteam sieht immer noch besser aus als wir. Ja, und das ist halt eben schon bitter, ne? Wir machen hier quasi einen Gegner nach dem anderen lang und können aber, ja, es nutzt eben einfach nichts. Und das ist halt eben der Nachteil an diesem Team-Deathmatch-Gedanken, den das Spiel hat. So, die M163, ich glaube, die können wir jetzt mal rausnehmen. Ich hätte hier auch gleich schon eine Heat FS laden können, beziehungsweise laden sollen. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich schon mit dem ersten Schuss rausgeknipst. Aber in dem Moment habe ich jetzt gesagt, nee, komm, ist jetzt egal, ob ich jetzt den zweiten Schuss APFSDS noch benutze oder dann Heat FS, ist völlig egal. So, wir haben schon 8 Abschüsse. Jetzt steht in A aber ein Gegner drin. Und wir gucken mal, was das ist. War, glaube ich, eine Flak. Nee, es war ein BMP-2. Peter muss jetzt hier reparieren. Ich kann ihm an der Stelle jetzt nur bedingt helfen. Leider fährt er jetzt zurück und sieht das nicht so richtig. Aber der BMP guckt auch in die völlig falsche Richtung. Versemmelt seine Rakete. Peter ist in dem Moment aber vom T-62 rausgeschossen worden. Der BMP-2 hat so gar keine Checkung, wo ich lang gefahren bin. Deswegen haben wir jetzt hier schon Abschusshilfe Nummer 6, weil er eine Rakete kassiert hat. Da vorne der T-62, der eiert da immer noch rum. Ja, und das wäre an der Stelle halt wirklich gut, wenn wir A jetzt hier kriegen würden. Da habe ich jetzt an der Stelle leider keinen Durchschlag. Ja, er schießt mich brennend, zieht mir die Kette, zieht mir den Motor. Und das ist jetzt natürlich für uns extrem dumm, weil wir jetzt reparieren müssen. Der T-62 kommt hier jetzt lang. Aber Peter kommt von hinten und kann ihm hier ordentlich einschenken, glücklicherweise. Der T-62 schafft es halt einfach, ihn auch noch rauszuklicken. Ja, bisschen schade für uns, da der T-55A. Ja, und damit die ganze Geschichte hier dann auch zu Ende. Ich halte das Replay an der Stelle jetzt hier an, weil wir kriegen nichts mehr ab. Am Ende schaut es folgendermaßen aus. Peter mit 4.452 Punkten, ich mit 3.862 Punkten. Peter ist 6-mal draufgegangen, richtig, richtig bitter. Er hat 15 Panzer abgeschossen, ich 8, zusätzlich dazu noch 6 bekämpft, also mit 6 Abschusshilfen, er noch 3. Also wir haben insgesamt 23 Gegner rausgeschossen, haben das vierfach Ass gemeinsam zusammengespielt. Ja, eigentlich war es schon fast ein Fünffach-Ass. Aber
das Vierfach Ass, 23 Panzer und es hat einfach nicht den Unterschied gemacht. Es ist einfach nicht genug gewesen, um das Gegnerteam hier entsprechend so sehr unter Druck zu setzen, dass wir dann doch am Ende noch gewinnen. Denn wenn ihr euch die Punkte anschaut, am Ende haben die Gegner noch 8272 Punkte, ja, und waren halt deutlich besser auch ja, im Cappen und auch im Halten der einzelnen Punkte. Bei A ging es ständig hin und her. Ja, und ich sag mal so, die Leistung, die Peter und ich hier gebracht haben, die sollte in dieser Runde leider, leider nicht belohnt werden. Schade drum, richtig bitter. Muss man einfach so sehen, wie es ist. Aber auch das zeigt natürlich, dass ja, in einigen Situationen ihr eben auch nicht immer den Unterschied machen könnt, wenn euer Team, ja, sage ich jetzt mal, nicht genauso agiert. Ich meine jetzt nicht von den Abschusszahlen her, sondern wenn euer Team, und wir waren jetzt hier an der Stelle nicht wirklich schlecht, also das muss man hier sehen, wenn ihr euch das anschaut, ja, da sind auch einige dabei gewesen, die genauso oft und sogar noch mehr gespawnt sind als wir. Aber das Gegnerteam einfach in der Gesamtheit, dadurch, dass sie in der Gesamtheit weniger draufgegangen sind, hat das Gegnerteam halt eben deutlich mehr Boden gut machen können. Insofern, bezogen auf unsere Leistung, die Peter und ich hier gezeigt haben, sehr bitter, dass das nicht belohnt wurde. Aber im Großen und Ganzen war hier, und das muss man eben sagen, das Gegnerteam eben einfach besser aufgestellt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben reindrücken. Wenn nein, dann natürlich einen Daumen nach unten. Bleibt ja wie immer euch überlassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.